Der letzte Streckenabschnitt während der Eröffnung des Jakobswegs von Mainz nach Bingen startete an der Saalkirche in Ingelheim. Vorbei an San Remigius, entlang der alten Stadtmauer, hieß das nächste Zwischenziel Burgkirche in Ingelheim, jene in Teilen aus dem 12. Jahrhundert stammt. Nach einem kurzen Aufenthalt und Besinnung in der Burgkirche sollte nun der restliche Weg nach Bingen folgen. An der ehemaligen alten Synagoge vorbei. Ging es nun aus der Stadt heraus und nach einer kurzen Einkehr vor Gau-Algesheim wurde den Pilgern dort eine kurze und hochinteressante Einführung in die Gau-Algesheimer Geschichte zuteil.
Geschichte, sondern auch bleiben Raum, die gesamte Geschichte von der 1 rein kommt und wird darstellen. Um anschließend von hier den Restweg nach Bingen am Rhein zur Winothek zu vollenden.